Hallo, willkommen zurück im Moonlight Let's Play. Weiter geht's hier mit Steve und Lemmy. Die beiden haben sich gerade sozusagen nach Steves Urlaub wiedergesehen und freuen sich direkt, ja, wieder beieinander zu sein. Was können wir denn noch so Schönes spielen? Spielen wir ein bisschen Tauziehen mit unserem kleinen Lemmy-Loin. Und ein bisschen Spaß haben. Oder, warte mal, gehen wir im ersten Schnauzer. Und dann können wir ihn nochmal umarmen. Oh, unser süßer Lemmy. Er ist einfach toll. Ja, nochmal streicheln können wir ihn auch. Sauber ist er auf jeden Fall. Und dann können wir ihn wieder absetzen und ein bisschen spielen. Warum sitzt du hier im Regen ab, Steve? Oh Gott. Ist echt fies, Steve. Dann einmal zur Toilette. Sieht ja nicht mehr gut aus. Und dann ab ins Bett. Würde ich sagen. Die erste Nacht wieder zu Hause, nachdem wir fast zwei. Was macht die Troller denn hier? Tit. Löschen wir die mal. Oh, ich hasse das, dass das immer resettet wird. So als hätte man irgendeine Interaktion mit der. Nur weil die irgendwas mit einem selbst macht. Das ist so unnötig. So, du gehst schlafen. Du kannst hier. Pieseln? Nee. Du sollst auch nicht schlafen gehen. Du sollst hier mal ein bisschen kauen, mein guter Lemmy. Ja, ich hasse Paparazzi. Ich weiß auch nicht, warum die hier reinkamen. Haben wir das Tor nicht zugemacht? Abschließen. Alle außer mein Haushalt. Ist. Verstehe ich nicht, warum die trotzdem reinkamen. Sollte hier nicht reinkommen können. Das Tor hier ist auch zu. Also eigentlich alles gut. Keine Ahnung. Finde es sowieso krass, dass man sein Eigentum abschließen muss für irgendwelche Leute, damit nicht Paparazzi ständig reinkommen. Ich meine, eigentlich sollte man gar nicht unangekündigt irgendwo einbrechen. Aber na gut, das ist Sims. So, mein lieber Steve, dann schlaf mal ein bisschen, ne? Ah ja, wir müssen mal gucken, wie weit wir das mit Steve noch so, oder was wir mit Steve noch so machen werden. Truppenleiter, wir sind, Level 4 erst. Das müssen wir auf jeden Fall ausbauen. Und wir sollten ja auf jeden Fall die Beziehung hier mit Sakura und Darcy ausbauen. Vielleicht sollten wir mal zu denen nach Hause gehen. Mit Stella sind wir auch nicht wirklich angefreundet. Also, da gibt es auf jeden Fall noch Möglichkeiten, was wir tun können. Aber erstmal schlafen. Das ist wichtig. Ohne Schlaf geht gar nichts. Oh, ich wusste das, dass ich hier dieses schöne Mosaikmuster habe. Ich habe mich nur gewundert, ob und wo. Das passt so schön. Ich mag das Badezimmer echt gern. So, mein lieber Steve, dann ja, geht's langsam mal los. Wir werden hier mal ein bisschen ein paar Sammelobjekte erschnüffeln mit Lemmy. King Shin. Nee, den brauchen wir gerade nicht. Können wir was. Oh, wir können Snack machen. Aber nee, ich hätte schon gern ein ordentliches Frühstück. Ein paar ordentliche Waffeln. Wie sehen denn eigentlich unsere Fähigkeiten aus? Na, gerade eben erst Level 5 geworden. Gut zu wissen. Statt dass er hier echtes Obst hat, hat er einfach mal versteinertes Obst hier rumliegen. Das ist so schön. Tomate und Wassermelone.
Aus Frankreich und aus Ägypten. Naja. Interessant. Also hier die. Ja, das Dreckige ist ja sehr dezent bei dieser Küchentheke. Finde ich cool. Also das ist bei jeder Küchentheke irgendwie anders, wie es aussieht, wenn sie dreckig ist. Finde ich ganz lustig. Und schade, dass man hier immer so ein negatives Moodlight bekommt, weil hier kein Boden ist. Weil, naja, man kann ja wohl mal einen Wintergarten machen, ne? Der zwar vollständig mit Fenstern, beziehungsweise vollständig mit Wänden überzogen ist, aber ich meine, allein wegen den Torbögen. Also ist das hier. Wird halt so gewertet in dem Spiel. Cool. Lemmy ist scheinbar fleißig am Sammeln. Das freut mich. Was haben wir denn schon so alles gefunden? Ah, nicht viel Gutes. Nicht so viel Gutes. Was haben wir jetzt als Wunsch? Ah, die Jagenfähigkeit perfektionieren. Können wir gern versuchen. Wie du immer meditieren willst, Junge. Ja, wollen wir heute Abend vielleicht eine Party noch veranstalten? Ich weiß es gar nicht. Haben wir hier einen Schreibtisch? Hab ich vergessen, in diesem Haus einen Schreibtisch zu machen? Ehrlich? Und das fällt mir jetzt erst auf? Und das ist euch auch nie aufgefallen? Ich habe hier keinen Schreibtisch. Okay. Ja, toll. Unser Schreiber Steve hat keinen Schreibtisch. Ja gut. Dann setzen wir mal so einen schönen Laptop hin. So einen richtig schicken. Den werden wir noch ein bisschen umstylen. Und das ist eigenartig. Ja, machen wir den ganz in weiß. Gehen wir mal hier draußen hin, zu unserem Wintergarten und werden dort ein bisschen an einem Buch schreiben. Schreiben wir mal einen Horrorroman. Nicht Tee bei Vollmond. Blutige Füße. Ich habe das Gefühl, ich hätte das schon geschrieben. Aber okay. Ah ja, das Bild, genau. Ach, wir haben schon eins. Okay, alles gut. Können wir das verkaufen? Ich kann mal all die Sachen hier verkaufen. Ich meine, welche Sau braucht das denn bitte? So, einmal das Auto. Irgendwie ist es tragisch, das in die Garage zu stellen, oder? Eigentlich müsste man das ausstellen. So, den können wir verkaufen. Ich kenne so Blümchen. Ganz Silber braucht niemand. Ein Diamant, ach bitte. Haben wir Nektarteile? Nee, ne? Sollten welche haben. Ach, hier haben wir noch unseren ganzen Kram. Ah, ernsthaft? Ich hab da nicht drin gedacht. Okay. Haben wir noch mehr Teile von irgendwas? Ah, okay. Noch ein Teil eines Tauchbrunnens. Cool, wie viele Teile wir hier von den Sachen schon haben. Das heißt, wir haben das schon mal fertig. Richtig gut. Packen wir die China-Relikte hier mal noch rein. Oh, voll gut, was wir hier alles schon haben. Ich habe da echt nicht dran gedacht, dass wir das alles hier drin haben. Ah, dann können wir uns schon mal einen Tauchbrunnen herstellen. Richtig cool. Rekonstruieren und rekonstruieren. Richtig gut. Ich meine, Domino spielen. Wie kommst du denn jetzt auf die Idee? Warte mal, ich werde das mal ein bisschen umgestalten. Den schönen Laptop, jetzt wo man den ordentlich sehen kann.
Das wird ein schönes Blau. Okay. Interessant. Dann machen wir das so. Das wird auf jeden Fall weiß. Das hier machen wir gelb. Ein schönes Gelb. Und dann hier die Maus. Warum muss die Maus denn sowas sein? Oder ist das die Maus? Das ist doch die Maus. Die Maus wird natürlich auch weiß. Sehr schön. Sieht viel cooler aus gleich, der ganze Laptop. Gefällt mir echt gut. Lemmy, wie sieht's bei dir aus? Oh, du bist erschöpft, du armer Kleiner. Na, dann komm mal nach Hause. Kannst hier ein bisschen futtern, ein bisschen kauen. Dann geht's dir wieder super. So, dann haben wir mal genug geschrieben. Oh, sehr gut. Jetzt haben wir Level 5 erreicht. Wie sieht's aus? Oh, gerade so. Wo er dafür hingehen muss, weil das Ding ist natürlich ein bisschen größer, der Tauchbrunnen. Wir kennen ja, wie die aussehen. Oder wir wissen ja, wie die aussehen. Yay! Das Schöne ist, hier kann man die Wasserfarbe festlegen. Oh, verrückt ist geil. Dunkelblau. Dunkelblau ist auch schön. Jetzt haben wir noch Rot. Violett. Aquamarin und Schwarz. Ich fand ja dunkel. Oder? Warte mal, ich fand Rot ganz cool. Sieht cool aus. Was machen wir denn jetzt so Spaßiges? Ach komm, lass uns mal in den Pool springen. Wenn schon, denn schon, das sind 19 Grad. Da kann man sowas machen. Die bewegliche Statue. Das ist krass, jetzt haben wir so ein Teil, ey. Packen wir mal hier hin, ne? So als kleine Begrüßung. Hallo. Ich bin die bewegliche Statue. Da fällt mir ein. Packen wir noch mehr von den Regalen hin. Oh, das ist eine voll die gute Regalidee, finde ich. Oder zumindest eine. Nein, ich will das hochziehen. Gott, meine Maus funktioniert halt einfach nicht mehr. Obwohl sie neue Batterien drin hat. Aber okay. So. Das sieht cool aus. Jetzt müssen wir nur noch das ein bisschen einfärben. Mein Auge juckt gerade megamäßig. Ah. Ja. Das kommt dem Ganzen schon ziemlich nahe. Diese Muster. Ich will das nehmen. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Man kann mir sogar noch wieder ein paar Sachen hinstellen. Das ist ganz cool. Oh, das sieht voll gut aus. Wartet mal. Packe ich auf die andere Seite auch noch. Das sieht voll lustig aus. Das ist voll das coole Regal. Warum geht das nicht so rum? Ja, danke. Diese Maus reagieren würde. Das ist echt eine Qual, ne? Das kriegt ihr ja gar nicht so mit. Ich die ganze Zeit hier probiere und die Maus macht nicht mit. So, nochmal. So. Warum kann das nicht? So. Nein. 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 Ich will das drehen. Ich meine, das sieht so eigentlich echt geil aus, aber es hängt halt natürlich an den Seiten raus. So. Ja, das sieht einigermaßen gerade aus. Das ist noch ein bisschen. Nein. Ah.
Bisschen höher noch. Oder tiefer? Oh, ich kann das so schwer einschätzen. Das ist mal so schlecht. Oh, die kann man auch einfärben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, ist das gut. ja, cool. Ich mag das echt total. Oh, man kann sie verschieben. Man kann sie verschieben. Naja, wer hätte das gedacht, ne? Also eigentlich ist das ja logisch. Aber ist das cool. Haben wir eigentlich schon diese Dingens platziert? Diese anderen Teile? Die Frankreich-Teile? Nee, ne? Die haben wir noch nicht platziert. Platzieren wir hier einen davon. So ein Gargoyle-Teil oder wie auch immer man die nennen kann. Haben wir hier noch ein paar China-Relikte. Pack ich mal hier hin. So. Sehr schön. Die ganzen schönen Diamanten. Ist das schön. Ich mag die voll, die sind voll schön. Nee, wir brauchen hier noch ein bisschen was von. Ah nee, hier haben wir gar nichts Spannendes mehr, hier haben wir gar nichts Schönes mehr. Ah, wir haben noch so einen schönen Dropa-Stein. Die sind schön. Ich nenne sie schön und sage, die sind schön. Ich bin auch klug. So, wie viel haben wir denn jetzt? 19 Grad. Ich meine nicht, wie viel 19 Grad. Noch 201. Also wir müssen noch irgendwas finden mit 201 Simoleons Wert. Dann haben wir unseren Lebenswunsch erfüllt. Cool. Cool. Ich meine, ja, wenn wir einen so ein Teil platzieren würden, wär der Wunsch erfüllt. Aber das möchte ich nicht. Ich möchte was Schönes hinstellen. Dass das irgendwie passt. Deswegen warten wir mal noch ab. Und vor allem haben wir noch genug Zeit, unseren Lebenswunsch zu erfüllen. Und dann auch noch einen zweiten zu finden. Apropos zweiter Lebenswunsch. Wenn ihr irgendeine Idee habt, was er denn noch als weiteren Lebenswunsch haben kann, dann sagt Bescheid, weil ich meine, ja, wir könnten alle Visum, alle. Also Visum-Level in allen drei Reisezielen auf Level 3 haben, aber das ist so ein einfacher Wunsch. Den wird er so leicht erfüllen. Den finde ich fast schon nicht mehr wert, den zu machen. Also, das ist so ein bisschen unnötig. Das ist, als würde man einem reichen Sim sagen, ja, gib so und so viel Geld aus. Das ist dein Lebenswunsch. Das ist so. So, das macht er doch mit links. Deswegen, keine Ahnung. Kommt hier gerade jemand zum Tor rein? Nee, irgendwie nicht. Komisch. Wir sollten nochmal die Zeitungslieferung abbestellen. Und ich wollte hier eben die Regale noch reinpacken. Für den Nektar. Das war doch hier, oder? Ah nee, das war hier bei den Schränken. Problem ist nur, ich kann kein drittes drüber stellen. Nee. Das Problem ist nur, dass die viel flacher sind als die richtigen Regale. Ich wollte halt eigentlich eins davon damit ersetzen. Aber das sieht eigentlich total bescheuert aus. Finde ich jetzt. Naja, aber egal. Was will man machen? Auch so hässlich. Also man hätte ein bisschen mitdenken können als Ersteller. Hä? Ach so. Man hätte das alles so ein bisschen besser anpassen können, dass das nicht ganz so schlimm aussieht hier. Mit der Höhe und so. Also ich finde, das sieht ein bisschen komisch aus. Wir könnten. Oh, natürlich. Ihr wisst, was wir können.
Natürlich wisst ihr das, was wir können. Ich suche nur noch das Richtige. Wir können ja ein Regal drüber packen. Ist das nicht der Hammer? Das Ding ist, wir müssen halt so eins nehmen. Weil die anderen sind irgendwie zu klein oder zu groß eigentlich eher. So, mal das. So. Das sieht irgendwie ganz cool aus, wie hier einfach mal so Metall da drauf ist. Finde ich irgendwie ganz lustig. Gibt irgendwie gar keinen Sinn. Und deswegen haben wir es. Das sieht voll cool aus irgendwie. Ich meine, guck dich das mal an. Das ist voll lustig. Ja, jedenfalls kommen hier die ganzen Nektarflaschen rein, die wir haben. Natürlich. Alles, was wir so haben. Haben wir vorher noch keinen Nektar gesammelt, dass wir jetzt erst das alles haben? Das ist ja krass. Packen wir hier mal noch mehr rein. Noch mehr. Immer mehr und mehr und mehr. Das war's dann auch. Haben wir in der Kiste noch irgendwas? Mal eben gucken. Nee. In der Kiste haben wir nur Bling Bling. Gut zu wissen. Die muss mal eben nach hier oben verschoben werden. Ich will mal ein bisschen das Inventar sortieren. Das stört mich immer, dass das so unsortiert ist. Kann ich das irgendwie löschen? Ich würde das gerne löschen, weil das irgendwie in dem Inventar nichts zu suchen hat. Silberbahn kann weg. Ansonsten haben wir eigentlich alles, was da drin sein muss, auch drin. Das ist schon mal ganz gut. So, aber dann beende ich auch diese Folge für heute. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.